herzlich willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Für die Freistädter Schüler heißt es in wenigen Tagen ab in die Sommerferien. Und nach dem Urlaub lautet das Motto dann: Improvisation ist Trumpf. Denn einige von ihnen müssen dann in Behelfscontainern lernen. Der Grund: Die Martini-Schule Freistadt wird saniert. Nach dem Spatenstich am Montag rollen nun die Bagger erstmal, um Teile der Martini-Schule platt zu machen. Unter anderem der alte Verwaltungstrakt und die Mensa werden abgerissen. Ja, also die Generalsanierung und Erweiterung der Martini-Schule ist eine große Baumaßnahme. Von der Summe her die größte Investition der Stadt Freistadt bisher. Veranschlagt mit 21,4 Millionen Euro Baukosten. Davon ca. 50% eben für die Generalsanierung und 50% für Neubauten. Durch den Um- und Anbau sollen nicht nur aktuelle Brandschutz- und Energiestandards erreicht werden. Die Schule will in der neuen räumlichen Situation auch ein neues pädagogisches Konzept umsetzen. Deshalb entstehen nicht nur 24 Klassenzimmer, sondern dazwischen auch viele offene Bereiche. Werkstätten, Labore, aber auch Ruheinseln und Alternativräume, um nicht nur Bildungseinrichtung zu sein, sondern auch wirklich Lebenswelt für die Schüler. Für die Übergangszeit werden 6 Container mit Behelfsklassenzimmern aufgestellt. Wir versuchen immer auch die Eltern vorzeitig zu unterrichten und zu informieren, dass jeder weiß, wo wird es der Schüler oder die Schülerin dann zu Beginn des Schuljahres unterrichtet werden. Wir haben nach wie vor auch noch Differenzierungsräume für den Ganztag zur Verfügung und können so das eigentlich ganz gut meistern. Nötig wird die Baumaßnahme aber auch, weil die Martini-Schule Freistadt bald noch Grundschüler beherbergen wird, welche bislang in Möning lernten. Wir haben ja bisher noch ein Filialgebäude in Möning gehabt, wo wir beschlossen haben, dass wir also diesen Schulstandort auflassen und dass diese Klassen auch hier mit in Freistadt unterrichtet werden. Die 2 Bauabschnitte sollen im Sommer 2021 beendet sein. Natürlich will man den Baulärm für die lernenden Schüler so gering wie möglich halten. Auf der anderen Seite findet die Anwendung von Wissen später im Leben ja auch nicht immer unter optimalen Bedingungen statt. Und weitere Nachrichten aus Neumarkt und der Region haben wir jetzt kompakt zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Am Dienstag dieser Woche sicherte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker insgesamt 681 Millionen Euro für Krankenhausprojekte zu. Rund 20 Millionen davon sollen in das Klinikum Neumarkt fließen. Damit werden der geplante Bau eines Hubschrauberlandeplatzes und der Umbau der OP-Abteilung gefördert. Ziel ist eine bessere Versorgung von stationären Patienten und die Linderung der Platzprobleme. Die Kunstgilde Berching feierte am letzten Freitag ihr 40-jähriges Bestehen. Vorstand Peter Berger eröffnete im Kulturhaus Schranne die Jubiläumsausstellung. Dabei wurden auch einige Gründungsmitglieder geehrt, die seit 4 Jahrzehnten das künstlerische Schaffen der Vereinigung fördern. Aktuell hat die Gilde 18 Mitglieder. Ausgewählte ihrer Werke sind noch bis zum September im Pulverturm zu sehen. Und diese Themen haben wir nach einer ganz kurzen Pause für Sie. Jeder Schritt bringt bare Münze. Beim Spendenlauf zugunsten der DKMS legten sich Neumarkter Schüler mächtig ins Zeug. Außerdem: Mann über Bord, hieß es am Wochenende beim Kanal im Feuerzauber. Und wie gut die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Pferd klappt, das konnte man in Kiesenhof sehen. Diese Themen haben wir gleich, also bleiben Sie dran. Die BGN Gleichau mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zur BGN Gleichau, Ihrer Handwerkstatt und Bäderseenplan in Kaufen Ausstellung in Neumarkt. Willkommen zurück.
Am vergangenen Wochenende wurde so mancher Sportfan aus dem Landkreis vermutlich ziemlich nass, als er beim Spiel seines Lieblingsvereins mitfieberte. Denn der Samstag und der Sonntag zeigten sich recht verregnet und Fußball und Co. finden im Sommer nun mal draußen statt. Ziemlich trocken blieben die Besucher des Reitturniers in Freistadt, denn das fand in der Halle statt. Untermalt von Country-Musik wurden am Wochenende bei einem Reitturnier in Kiesenhof-Freistadt die Ursprünge des Westernreitens wieder zum Leben erweckt. Es geht hier um die Disziplin Working Equitation. Das ist eine Reitsportdisziplin, die sich aus Arbeitsreitweisen in den verschiedenen Ländern entwickelt hat, zum Beispiel in Spanien oder in Portugal. Dressurreiter in 5 Leistungsklassen stellten sich einem Parcours, dessen Hindernisse an Herausforderungen erinnern, wie sie zum Beispiel Cowboys bewältigen mussten. So wird beispielsweise ein Tor vom Pferderücken aus geöffnet und geschlossen, ein Hindernis übersprungen oder das Pferd rückwärts durch Stangen manövriert. Diese Disziplinen werden in den Klassen F bis S ausgetragen, von der Führzügelklasse, wo wirklich kleinere Kinder von ihren Eltern noch geführt werden. Über die Klasse E, A, L, M, S wird es dann immer schwerer. Bevor die Teilnehmer aufs Pferd stiegen, konnten sie sich die einzelnen Stationen zusammen mit einem Wettbewerbsrichter ansehen. Ich habe den Reiter gesagt, wie der schnellste Weg ist, wo ich die beste Note sehe. Ich habe ihnen auch verraten, was ich von meiner Position aus sehe am besten. Und habe jedes Hindernis erklärt, falls irgendwelche Fragen auftauchen, um Unklarheiten zu beseitigen. Ich möchte ja keinen Disqualifizierer, wenn ich es im Vorfeld schon sagen kann. Das Bewältigen der Aufgaben setzt ein gutes Zusammenspiel von Mensch und Tier voraus. Und es fordert Pferd und Reiter meist mehr als klassisches Dressurreiten. Es sind ja auch viele Pferde dabei. Er ist zum Beispiel ein ehemaliges Dressurpferd gewesen, der den Druck auf dem Dressurturnier nicht ausgehalten hat. Und in der Working ist er plötzlich wie ausgewechselt. Und hat wieder Spaß an der Arbeit und auch Spaß am Turnier. Also man sieht auch schwierige Pferde, die vielleicht so ein bisschen die Lust daran verloren haben, Turniere zu machen oder den Sinn verloren haben, Turniere zu laufen, merken in der Working auf einmal, dass das eigentlich eine ganz lustige Sache ist. Übrigens, das klassische Cowboy-Outfit, welches man aus Western-Filmen kennt, gab es beim Turnier nicht wirklich zu sehen. Und das, obwohl Kiesenhof von Neumarkt aus betrachtet eigentlich im wilden Westen liegt, geografisch gesehen. Neumarkter Schüler sind nicht nur sportlich, sondern auch hilfsbereit. So sammelten sie beim Spendenlauf Geld zugunsten der DKMS. Bei guter Musik und bester Laune joggten sie um den Sportplatz und setzten somit ein klares Zeichen im Kampf gegen den Blutkrebs. Jede neue Runde brachte Kohle. Am Freitag letzter Woche beim Spendenlauf der Maximilian-Kolbe-Schule. Zugunsten der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei DKMS trafen sich am Morgen die Läufer auf dem Sportplatz des TSV Wolfstein. Ziel war es, so viel Geld wie möglich zu erlaufen, welches durch unterschiedlichste Sponsoren zugeschossen wird. Und die Schüler sind eigentlich oder haben die Sponsoren gesammelt, hauptsächlich Betriebe aus der Region, aber auch Eltern, die das hier unterstützen. Genau, und haben eben entweder einen Betrag pro Runde vereinbart oder halt einen Festbetrag. Auch unsere Neumarkt-TV-Praktikantin Lea war mit großer Begeisterung dabei. Bereits einige Wochen vorher hatte sie mit dem Training begonnen, um so viele Runden wie möglich zu schaffen. Am Freitagmorgen wärmten sich die Läufer dann auf, bevor um 9 Uhr der Startschuss fiel. Innerhalb von 2 Stunden mussten sie dann so oft wie möglich die rund 1,4 Kilometer lange Strecke absolvieren. Diese führte erfreulicherweise nicht über eine eintönige Tartanbahn, sondern größtenteils durch einen angenehm kühlen Wald. Nur einer war vor dem Start schon fix und fertig. Also ich bin jetzt 4 Runden gelaufen und ich habe einen Festbetrag von 200 Euro. Ja, also ich bin 4 Runden gelaufen und meine Eltern haben einen Festbetrag gelegt und 20 Euro. Bis jetzt bin ich 4 Runden gelaufen, aber ich hoffe, da kommen noch 1, 2 drauf. Mitmachen konnten letztendlich nicht nur Schüler, sondern Läufer aller Generationen, ob mit Kinderwagen oder Hund an der Leine. Alle beteiligten sich aktiv am Kampf gegen den Blutkrebs. In den letzten Jahren lag der Rundenrekord bei Männern bei 17 und bei Frauen bei 14 Runden. Die letzten Jahre haben wir immer so rund um die 10.000 Euro gesammelt und da hoffen wir natürlich, dass wir dieses Jahr auch wieder zusammenkriegen.
Doch damit nicht genug. Bereits im November 2017 hatten sich 218 Schüler an einer Typisierungsaktion beteiligt, sodass sie zukünftig als Knochenmarkspender in Frage kommen. Die Registrierung kostet 50 Euro pro Person. Daher ist die DKMS für jeden Euro dankbar. Also ich finde es ziemlich cool, weil es hat, ist ja auch ein Sinn dahinter. Die DKMS braucht Geld, um Menschen zu helfen. Und ich finde es einfach echt toll, dass wir uns da so engagieren. Wir würden an dieser Stelle gerne verraten, wie viel Geld erlaufen wurde. Allerdings müssen wir das erst ausrechnen. Also, wie war das nochmal? F von X ist gleich 317 Teilnehmer geteilt durch die 2800 insgesamt gelaufenen Kilometer mal 1 plus n minus Pi geteilt durch 10 hoch 1 minus n mal Sinus, Cosinus, Kokosnuss, 2 im Sinn, einen runterholen. Oh je, da brauchen wir wohl noch Nachhilfe in den Sommerferien. So, und wenn Sie jetzt denken, Sie können sich nach so viel Sport ein bisschen ausruhen, dann haben Sie nur teilweise recht. Sie können jetzt entspannt unsere Veranstaltungstipps anschauen, damit Sie wissen, was Sie dann unternehmen können. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Pölling feiert dieses Jahr sein 950-jähriges Bestehen, unter anderem am kommenden Festwochenende. Schon am Donnerstag ab 19 Uhr sorgt die Best-of-Band für Stimmung. Am Freitagabend gibt's den Anstich und musikalisches Kabarett mit Hans Well und den Wellwappen. Für dieses Konzert gibt es noch Karten. Bei den anderen Programmpunkten ist der Eintritt frei. Zum Beispiel beim Schafkopfturnier am Samstag um 14 Uhr oder am Sonntag, wenn 6 Blaskapellen im Sternmarsch durch Pölling ziehen. Eine hintersinnige Komödie über Habgier, Erbschleicherei und falsche Freunde gibt es am Freitag auf der Burg Parsberg zu sehen. Volpone entstand nach Motiven der gleichnamigen Commedia dell'arte von Ben Jonson. Los geht's um 20.30 Uhr. Am Freitag erwartet uns die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Außerdem kommt der Mars so nah an die Erde heran wie in den kommenden 15 Jahren nicht mehr. Von 8 Uhr abends bis 1 Uhr nachts kann man die Himmelskörper in der Fritz-Walter-Sternwarte in Neumarkt beobachten. Der Eintritt kostet 4 Euro. Und von Freitag bis Sonntag steigt in Berching wieder das Barockfest. Es gibt Unterhaltung für alle Altersgruppen, speziell auch für Familien mit Kindern. Von Showeinlagen bis hin zu Marktständen und kulinarischen Köstlichkeiten ist alles zu finden. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war schon wieder für heute. Am Freitag in Endlich Wochenende berichten wir dann über die besten tierischen Spürnasen und wir zeigen Ihnen die schönsten Impressionen von Kunst im Dorf in Oberhembach. Wir verabschieden uns jetzt mit einigen Bildern aus Berching, denn die Wasserwacht lud da zum Kanal im Feuerzauber. Und schon vor der Dunkelheit war da einiges geboten. Beim Paddelbootrennen am Samstag kämpften 12 Mannschaften um den Pokal. In Zweierduells mussten sie so schnell wie möglich eine Fahne ergattern, wenden und dann zurück zum Startpunkt. Und wie kommt man am schnellsten voran? Klar, indem man Gewicht reduziert, wie hier zu sehen. Und damit tschüss und auf Wiedersehen. Während der Busfahrt darf man nicht mit dem Fahrer sprechen, aber dafür mit allen anderen. Neumarkt TV präsentiert Nächster Halt, der Talk in den Neumarkter Stadtbussen. Sie kennen Menschen aus der Region mit außergewöhnlichen Berufen, interessanten Hobbys oder Vereinen? Dann schreiben Sie uns und wir laden Sie ein zu einer Unterhaltung zwischen den Haltestellen.